Ja, hallo, lieben Christian Schemmeier, Paterfolg, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und ja, mal wieder mit einer spaßigen Dating-Mail. Ich glaube, heute haben wir das Thema, ja, wenn so ein Date so irgendwie seltsam läuft, strange läuft, ist, glaube ich, ganz lustig, die E-Mail. Wie kann man das denn dann so für sich analysieren? Macht das Sinn, da weiter zu daten? Ja, solche wichtigen Fragen. Gibt ja schon mal einige neue hier. Schaut uns gerne nochmal bei liebeschipp.de vorbei. Ich empfehle auch sehr gerade, meinen Newsletter mal zu abonnieren, aus Gründen. Und schon geht's los. Solche Nachrichten kann übrigens auch jeder schreiben über ein Formular, auch eben auf liebeschipp.de. Eine Nachricht von Anna Tulevskola. Und sie schreibt: Hallo Christian, nach einer 30-jährigen toxischen Beziehung, davon 6 Jahre Ehe, die einen unerfüllten Kinderwunsch und schmerzhafte Verluste beinhalte, habe ich mich gute 2 Jahre nach dem Aus während der Corona-Zeit wieder ins Daten gemacht und das dann online. Zum Glück habe ich, nachdem ich mir dort vermehrt das Phänomen Bindungsvermeider begegnet ist, im Verlauf deinen YouTube-Kanal und somit auch deine Online-Kurse entdeckt, von denen ich bereits mehrere bearbeitet habe. Das war auch eine meiner wertvollsten Erfahrungen auf dem Weg. Und so habe ich das Daten immer wieder komplett ruhen lassen, um weiter damit zu arbeiten, und hatte noch nie vorher in meinem Leben das Gefühl, so nah an mir selbst zu sein. Das ist ja schon mal hervorragend. Natürlich bleibt es ein Prozess, aber ich bin so dankbar dafür. Nun zu meiner eigentlichen aktuellen Frage. Nach einer einjährigen Datingpause habe ich mich kürzlich bei Parship angemeldet. Natürlich in der Hoffnung, dass durch das Zahlungsbündel eine gewisse Vorsortierung erfolgt. Du glaubst noch an das Gute im Leben hier, an das Gute im Datingleben. Ja, also irgendeine Vorsortierung wird auf jeden Fall stattfinden, ob die sinnhafte ist oder nicht. Das überlasse ich mal eurer Erfahrungswelt. Naja. Ich denke immer, das Universum ist der beste Matchmaker, also das Offline-Universum. Aber ich kann absolut verstehen, dass man mal auf den Punkt kommt, das mal auszuprobieren, ist auch wirklich total in Ordnung. Diese Hoffnung konnte bisher in Teilen eingelöst werden. Na, aber Parship, wenn das noch so ist, ist ja so, dass am Anfang hatte man früher zumindest eine bessere, also war zumindest meine persönliche Erfahrung, eine bessere, sag ich mal, kriegt man bessere Leute zugeschustert als dann so mitten in der Zahlungsperiode, und dann zum Ende der Zahlungsperiode wird es auch wieder besser. Aber das war jetzt nur meine persönliche Erfahrung, ob das jetzt grundsätzlich so ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Zumindest schreiben dort Männer in ganzen Sätzen. Ja, da wird ja mehr geschrieben, ne? Das ist eben keine Swipe-Plattform. Alle anderen Plattformen hatte ich zuletzt nur noch als uncharmant, unwirsch und schlicht nicht mehr tragbar empfunden. Ist auch immer ganz interessant, wenn ihr euer Alter mal dazu schreibt. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Nee. Um in Übung zu bleiben, nachdem meine Offline-Versuche auch noch nicht von Erfolg gekrönt waren, dachte ich, ich versuche es nochmal online. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Nun kam es am Wochenende zu einem zweiten Date mit einem Mann, der mir beim ersten Treffen bereits als leicht blasiert aufgefallen war, seine Art zu sprechen vor allem. Dies wurde im Verlauf allerdings relativiert durch eine, wie ich es fand, sehr zugängliche und kritikfähige Seite seinerseits. Das heißt, auf klare Meinungen meinerseits hat er dann nicht empfindlich reagiert, sondern diese für sich im Kopf bewegt. Ja, ist immer so die Frage, wenn einem jemand auf dem ersten Date schon blasiert erscheint. Ja, ich verstehe schon, man will ja auch nicht jeden so weg, sofort wegkicken, nur weil es mal irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ist grundsätzlich, also gerade wenn man Online-Dating macht, wenn man irgendwie an den Punkt kommt, dass man genug Auswahl hat, ist immer ganz günstig, dass man nicht so anfängt, wo das sowieso schon schwieriger ist im Online-Dating, dann auch noch ja, Männer zu daten, die einfach vielleicht nur nerven. Und aber gut, ein bisschen blasiert ist natürlich keine Red Flag, ne? Was mir allerdings bereits vor dem ersten Treffen aufgefallen war, dass er seine Ex-Partnerin bereits in einer Nachricht erwähnte, als Situation die Trennung schwierig war. Und wie ich an mir beobachten konnte, dass ich sofort dachte, ah, das triffst du auf jeden Fall auch sofort. Da triffst du diese Frau mit, falls ihr euch mal sehen werdet. So war es dann auch. Ich habe da einen Datingkurs auch gemacht, weshalb mir im Kopf auch sofort ein Datingrichter mitfuhr. Ja, ich bin ja überhaupt kein Fan von, über die Exen zu reden, aber ich kann dich verstehen, man redet gerne über das, was am meisten beschäftigt, und viele Singles beschäftigen natürlich am meisten die Exen. Auch das ist jetzt nicht per se eine Red Flag, sei denn man rantet da drüber oder man sagt, das sind alles Narzissten, alles Borderliner und alles ganz schlimm, alles Psychopathen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ansonsten, ich kann auch immer wieder raten, das nicht zu tun, das nicht zum Thema zu machen, diese leidigen Exen. Es ist einfach, ist genau wie
Atomkrieg und Beulenpest einfach keine guten Themen für ein Date, ne? Er sprach recht ausführlich von den Trennungsschwierigkeiten mit der Ex-Partnerin, ihr Verhalten, dass sie über 13 Jahre eine Parallele zu meiner eigenen Erfahrung immer wieder für Konflikte gesorgt hat. Mit den Parallelen müsst ihr immer vorsichtig sein, weil wenn ihr jetzt so eine toxische Beziehung hattet mit dem Plus- und Minuspol, werden euch beide Partner sagen, wenn ihr die datet, dass der andere ganz schrecklich war und ganz böse und ihr wisst jetzt leider nicht, welche Rolle derjenige hatte, der es gesagt hat, weil keiner sagt irgendwie, oder ich wüsste jetzt keinen Menschen, der sagt, ja, ich war der Täter, ich war scheiße, ich war, das wäre schon wieder fast was Positives. Also ihr werdet sowieso immer die gleiche Story hören, da kann man leider recht wenig rausziehen, außer dass es ein nerviges Thema ist. Ne? Die Trennung liegt 1,5 Jahre zurück und es gibt ein Kind und in Folge Sorgerechtsauseinandersetzung. Ja, das sag ja, es ist noch schlimmer als Beulenpest als Thema auf dem Date. Ja. War schon ein ziemliches Paket für ein erstes Treffen. Ich war so hin und her gerissen, da ich diesen Part aus meiner Historie kenne, dass der Ex-Partner also immer wieder bewusst für Dramen und natürlich auch Distanz gesorgt hat. Und ein Teil von mir dachte, na klar, es wird auch Frauen geben, die das tun. Und die andere Seite mir dachte, na, ich würde meinen Ex-Mann, wie würde mein Ex-Mann mich wohl darstellen? Das ist genau, was ich gerade sagte. Witzig, ja, genau, das meine ich. Beim zweiten Treffen nun, das von ihm initiiert worden war, hatten wir uns zum Spazierengehen mit seinem Hund verabredet. Nachdem ich uns schon in Gespräche vertieft um einen See spazieren sah, durfte ich feststellen, dass wir zunächst auf Hundeauslauffeld am Rande von Vladivostok fuhren, wo ich dann tatsächlich mehrfach hinter ihm herging, wie er im Stechschritt voran oder von mir fremden Hunde beinahe umgemangelt worden war. Filmreich eigentlich. Ja, das sind so diese, das kannte ich auch schon mal, dass Leute bei so einem Spaziergang, dass sie so im Stechschritt vor einem hergehen, finde ich super weird und ist ja auch keine Gesprächssituation, ne? Da rennst du da so hinterher, du willst dann nebeneinander gehen. Das sind so Sachen, die sammeln sich dann oder sollten sich meiner Ansicht nach schnell ansammeln, dass man das auch dann auch nicht weiter betreibt, weil das sind einfach so Zeichen, dass jemand, weiß ich nicht, nicht gut in der Kommunikation ist, nicht empathisch oder weiß ich nicht, was er will, das ja auch, will die auch gar nicht analysieren, aber ob das dann sowas richtig ist, hört sich echt schwierig an. Ne? Gut, aber das war es scheinbar noch nicht. So, und nach diesem Ausflug sind wir dann noch in sein Gartenhaus und ich dachte nochmal, okay, er zeigt jetzt noch was von seinem Leben. Letztlich musste er dort das Wasser abstellen und noch einen Zitronenbaum ins Auto hieven. Das ist quasi... ich wurde in der Zeit im Gartenhäuschen verwahrt vor einer Tasse Tee. Ja, das sind jetzt schon zwei totale Seltsamkeiten. Ich weiß gar nicht, welche Schublade soll man da stecken, aber das, wenn so ein Date so seltsam läuft, also wirklich tut euch das nicht an, weil das sind auch so Sachen, die nehmen aller Regel zu. Auch hier wieder überhaupt eine grausige Date-Gestaltung. Ne? Ist das Hangout, Herr Fun, Hook Up? Nee, das ist Irrsinn. Das würden viele Frauen würden sich das überhaupt nicht bieten lassen. Ja. Die würden sagen, was, ich gehe jetzt sofort, schwimmst du irgendwie. Also du bist wahrscheinlich, weil du neu bist in diesem Dating-Game, bist du viel nachgiebiger, also nur mal so als Feedback, als es die meisten Frauen wären, die diesen Parship- und Online-Dating-Irrsinn schon länger mitmachen. Also ich denke mal, viele Frauen, die da erfahren mit wären, wäre ich schon zweimal ausgestiegen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann anschließend sollte es doch ins Café gehen und es ging auch hier wieder. Mein Date läuft im Stechschritt vor mir zum Café. Ja, ist ja nicht unmöglich, ey. Ich versuche im Herbstlauf hinter ihm aufrecht zu bleiben und nicht auszurutschen. Die Gespräche über die Date-Dauer waren durch ihn bestimmt, über die Date-Dauer. Ich durfte maximal Anmerkungen geben. Anschließend wurde ich mit einem Redeschwall-Monolog bedacht und zog mich immer mehr in meinen inneren Raum zurück. Das ist, wenn Männer keine Ahnung haben, es wird auch in meinem Dating-Kurs für Männer thematisiert, dass man Frauen so, von der Polarität her sollten Frauen 70-80% Redeanteil haben auf dem Date, ne? Und dann fühlt sich das, ich weiß auch gar nicht, warum die Männer immer so viel quatschen müssen, das ist herrlich. Also du lässt die Frau reden, setzt dich zurück, genießt das Date, guckst dir an, wie schön sie ist. Sie fühlt sich wohl, weil sie Frauen lösen ja ihre Probleme und Themen halt viel überreden, du kannst zuhören, ist total entspannend. Warum muss man immer
als Mann, das ist dieses Mansplaining, das ist ja auch so eine Seuche. Es machen so viele Männer, gerade in so mittleren Alter oder älteren Alter. Ich kann das nicht begreifen, das ist ein Upturner vom Herrn, ne? Ganz schlechtes Datingverhalten, ne? Macht die Folgen kurz, Leute, ich kann es euch nur sagen. In einer Situation, auch da, das ist, wie gesagt, der dritte Punkt, wo die meisten Frauen, glaube ich, heutzutage aussteigen würden. In einer Situation ließ ich ihm mein abgewürgtes Schweigen spüren, dann merkte er kurz etwas und meinte nach einer längeren Ausführung, ich habe dich gerade unterbrochen. Dies hielt ihn allerdings nicht davon ab, dieses Verhalten mehrfach zu wiederholen. So also auch im Café, und zudem hatte ich zwischendurch das Gefühl, als würde er, während er spricht, irgendeine Stelle meinen Pullover fixieren, wie auch immer. Ich merkte, oh Gott, ist das weird, ey. Was ist das hier, ey? Keine Ahnung. Oh Gott, der ist ja richtig spooky, ey. Ja, ich finde ihn schon echt spooky. Wie auch immer, ich merkte, wie mich verunsichert auf eine Art, und mir schrillte mein gesamtes Alarmsystem, da dies ein Verhalten war, das ich von meinem Ex-Mann kannte. Fein nuancierte Destabilisierung. Also wir wollen mir natürlich nichts unterstellen jetzt hier, aber wenn dein Alarmsystem schrillt, dann schrillt es, ne? Oh Gott, jetzt wird's. Gott, ist das schlimm, ey. Krönender Abschluss des Tages. Kaffee und Kuchen wurden von mir bezahlt. Wie kann das sein? Ich würde mich da echt weigern. Ich würde mich weigern. Ich würde sagen, sorry, ey, du hast mich hier durch die Gegend gestellt. Was soll ich noch? Also was du hier zeigst, ist so ein bisschen People-Pleasing, ne? Das ist eine der größten Seuchen auf diesem Planeten, von den Pluspolen zumindest. Sozusagen so, er hat dir so wirklich 3-4 Mal dein, was ist jetzt hier, eine Blase, ey? War gerade so eine Blase. Gott. Mal gucken, ob die auf dem Video drauf ist. War das von der Bewegung? Ja, ich weiß es nicht. Er hat hier 3-4 Mal deinen Raum genommen, ne? Sei es durchs Reden, sei es durch seine Zeit, dass er dich da irgendwo sitzen lässt, irgendwie. Sei es dadurch, dass er vor dir herläuft. Und jetzt nimmt er dir auch den Raum, in dem er nicht das macht, was du mal zu tun hast. Das fucking erste Date bezahlt. Und so wird auch eine Beziehung mit ihm laufen. Du wärst seiner Führungsgehilfe, ne? Also das ist wirklich leicht zu sehen hier, ne? Aber das würde ich auch nicht zulassen. Ich würde sagen, das mache ich nicht. Du bezahlst den Scheiß, wirklich. Das würde ich mich echt weigern. Also ihr dürft nicht. Also würde ich auf jeden Fall nochmal einen People-Pleaser-Kurs empfehlen, weil das kann ich nur allen raten, diesen Scheiß abzustellen, wirklich. Durfte ich nochmal hinter ihm hergehen, damit er mich wenigstens noch zur Bahn fahren konnte. Meine Frage ist, und vor allem, das kann doch nicht als Date gewertet werden, oder? Es ist ein fucking Irrsinn. Eigentlich bin ich doch nur an seinen Sonntag mitgenommen worden, und das nicht mal auf eine übermäßig charmante Art. Ja, ich sag ja, wenn du da noch 3-4 Monate bist bei Parship, wird dir wahrscheinlich öfters sowas begegnen und du wirst es komplett sofort abwürgen, ne? Was auch richtig ist. Es gab keinerlei Nähe-Momente. Ja, müssen wir jetzt gar nicht. Das ist lieblos, nicht an meiner Person interessiert. Das kommt auch von seinem Redeverhalten, ne? Weil Frauen fühlen sich nicht gesehen, wenn der Mann sie nicht ausreden lässt, wenn er diese ekelhaften männlichen Monologe macht, ne? So, in Aussicht gestellt hat er mir zum Abschied, dass wir ja mal zusammen ins Theater gehen könnten. Ja, das kannst du dann auch bezahlen. Das ist ja unkonkret, und wenn ich ehrlich bin, war meine erste Assoziation, na super, dann sitze ich stundenlang im Theater, um mir das Ganze anschließend einem Monolog nochmal erklären zu lassen. Ja, also diese Mail zu schreiben ist für uns jetzt super, aber ist eigentlich völlig unnötig, weil es ein kompletter Irrsinn ist. Und auch ein Theater ist auch wie Kino denkbar ungeeignetes Date, ne? Zumindest am Anfang. Dass seine Ex-Partnerin deutlich jünger ist. Ihr seid in den 30ern, kann ich jetzt hier sehen, okay. Und damit er ist 17, 18 Jahre, als sie sich kennenlernen, stelle ich mir natürlich auch die Frage, ob das das ist, was dieser Mann dann eigentlich braucht. Das sind alles Fragen, die sind hier nicht mehr relevant. Für den Moment würde ich sagen, er ist not ready to date. Ich denke nicht, dass er überhaupt irgendjemand finden wird, um ehrlich zu sein, mit dieser Art. Scheint keinen wirklichen Raum zu geben. Oder was sagst du? Ja, also allein, dass du das so fragen musst, zeigt, dass du noch viel kühler und härter werden darfst im Dating. So, aber das ist ja alles ein Prozess. Also natürlich, das ist völlig indiskutabel, ne? Meine Nachricht für den Abbruch des Datingverlaufs ist jedenfalls schon vorformuliert. Vielen Dank, was du alles hier schon geholfen hast und auf mich, auf dem Weg, mich auch unterstützt hast. Sehr gerne. Ich denke, das ist eine klare Sache. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber reden. In diesem Sinne, mach die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.